So, das ist kein Problem. Ich zeige die Ihnen vielleicht noch mal kurz. Es gibt ja zwei Varianten. Einen Moment, ich habe, glaube ich, die auch schon mal irgendwo kurz auf dem Rechner aufgemacht. So, diese hier. Die sehen Sie jetzt noch nicht, weil ich den Bildschirm noch nicht geteilt habe, aber kommt auch gleich wieder. Auf der Aufnahme ist es schon drauf. So, jetzt müssen Sie mit 2, 3 Sekunden Zeitverzögerung die Formelsammlung sehen. Ich sage mal so, die dürfen Sie ohne Kommentare natürlich verwenden. Also ohne Kommentare heißt, Sie dürfen nichts reinschreiben und es nicht als Spickzettel verwenden. Und Sie sehen, ich habe alle diese Zahlen und Formeln, die ich irgendwo mal eingeblendet hatte, zu allen Methoden, die irgendwo mal aufgetaucht sind, habe ich da reingetippt. Das ist die eine, die es in den qualitativen Methoden gibt. Es gibt noch eine zweite, die online sein müsste. Die hat 27 Seiten, auch die dürfen Sie mitbringen. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel den F-Test. Da werden Sie sich vielleicht dran zurückerinnern, den hat man in multivariaten Methoden oder in qualitativen Methoden, das heißt manchmal anders, hatten wir das bei der Varianzanalyse. Da hat man diese Quadratsumme zwischen und innerhalb der Gruppen durcheinander geteilt und das war der F-Test. Sie müssen ja nichts rechnen und Sie müssen die Formeln nicht wiedergeben, aber wenn sie Ihnen als Gedankenstütze dient und Sie das nutzen können, um zu sagen, jawohl, dann erinnere ich mich da besser dran, das hilft mir irgendwie, das gibt mir Sicherheit. Nehmen Sie sie gerne mit, auch einen Taschenrechner, obwohl ich nicht glaube, dass Sie einen brauchen werden. Die letzten Gruppen haben nie einen gebraucht, dürfen Sie jederzeit gerne dabei haben. Nur es darf halt nichts draufstehen, weil das Aufsichtspersonal kann ja nicht unterscheiden, ob das jetzt eine erlaubte oder eine unerlaubte Markierung ist, die Sie da drin haben. Okay? Super. Das heißt, das steht auch nochmal dann auf der Klausur drauf, dass die Aufsichtsperson Bescheid weiß, dass wir auch die 27 Seiten benutzen dürfen, ja? Eigentlich müsste das eine eingespielte Sache sein. Gab es da schon mal Schwierigkeiten? Aber trotzdem mal fragen, weil es vielleicht ja ungewöhnlich ist, weil es halt relativ viel Material ist, was man dann nutzen darf und weil sonst nie irgendwas zugelassen wird. Okay, also es ist, die letzten zwei Mal hat es reibungslos funktioniert, aber ich werde in der Regel vorher auch gefragt und ich gebe es nochmal weiter. Stell mal sicher, okay? Gut, weitere Fragen jetzt so, die sich an die Faktorenanalyse anschließen, oder machen wir das Kapitel jetzt zu und gehen in die Clusteranalyse hinein? Ich nehme das mal ausnahmsweise als ja. Okay, dann sind wir eigentlich bei den letzten unserer Methoden angekommen. Sie sehen hier, da steht auch noch ein bisschen mehr auf dem Zettel drauf, aber keine Panik. Wir machen das, was wir gemacht haben und das, was wir nicht gemacht haben, das machen wir nicht in der Klausur. Also keine Sorge, auch wenn da jetzt zwei Sachen drauf stehen. Regression sollten Sie im Griff haben, aber diese Zeitreihenmethodik hier nicht. Letzte Methode, was das jetzt angeht, ist die Clusteranalyse. Worum geht es beim Clustern? Das Clustern heißt ja jetzt genau in die andere Richtung gedacht. Die Anforderung der Faktoren ist metrische Variablen gewesen. Und die Frage war hier, wir haben viele, viele Eigenschaften zu einer Sache, diese 1000 Margarine- und Butter-Eigenschaften, wie bündeln wir die, wie bringen wir das zusammen? Beispiel 1, zusammenfassen verschiedener Eigenschaften auf Sammelbegriffe. Oder zum Beispiel, wenn es um Personeneigenschaften geht, können sie auch Charakteristika sein von der Person, die wir zu Kernkennzahlen zusammenfassen wollen. Clustern bedeutet das andere. Hier geht es ja in der Faktorenrunde um Eigenschaften von einer Person, einer Margarinemarke und wir haben mehrere Eigenschaften. Und jetzt ist beim Clustern genau umgekehrt. Wir haben mehrere Personen und wir nutzen deren Eigenschaften, um zu gucken, sind die Personen ähnlich. Die Eigenschaften einer Person können aber ganz unterschiedlicher Natur sein, sodass wir jetzt hier sagen, metrisch ist nicht so wichtig, es dürfen alle Skalenniveaus verwendet werden. Das heißt, eine Kerneigenschaft bei Menschen ist männlich-weiblich und seit neuestem divers. Aber früher hätte ich jetzt gesagt, es gibt im Prinzip zwei Geschlechter und dann hat es manche Variablen, die sind dichotom, mittlerweile drei. Ja. Und jetzt könnte man sagen, es gibt andere Eigenschaften, Haarfarbe, Augenfarbe. Das sind Dinge, die Eigenschaften sind, die ich nicht als Zahl erfassen kann, weil ich kann ja nicht sagen, Haarfarbe schwarz ist doppelt so gut wie blond oder halb so gut oder sowas. Wäre ja Blödsinn. Also gilt hier in der Clusteranalyse das Tolle. Also ich sage mal umgangssprachlich, wir schütten alle Variablen in die Methode rein und sagen hier, Methode, da hast du alle Variablen, mach was damit und bündle das zu Grüppchen. Und zwar zu Personengruppen und nicht zu Eigenschaftengruppen. Und dann könnte man sagen, das nutzen wir im Marketing nicht damit, um herauszufinden, was sind jetzt die Wünsche, die die Kunden haben, welche Eigenschaften haben wir, wie bündeln wir die, sondern umgekehrt, wir bilden Zielgruppen.
Eine unserer Studis hat es mal gemacht und hat den Wohnungsbestand geclustert. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal so ein bisschen erzählt in der ersten Vorlesung, dass der gesagt hat, naja, das haben wir so ganz viele Eigenschaften. Eine Wohnung hat einen Aufzug oder eben nicht. Quadratmeterzahl, Alter, wann ist das Haus gebaut worden? Wo liegt es? In welchem Ortsteil? Wie weit ist es in Kilometer zur Ortsmitte? 1000 Eigenschaften. Die hat er im Datensatz in einer großen, großen Excel-Tabelle drin gehabt. Und dann hat er gesagt, okay, jage ich die Clusteranalyse drauf los und bündle diese Eigenschaften. Dann hat er am Ende drei Gruppen identifiziert und hat gesagt, jawohl, das sind die Häuser, an die müssen wir rangehen, die müssen saniert werden und da lohnt es sich auch. Dann, wie immer, kam so ein Mittelfeld, wo er nicht so richtig wusste und hinten war so ein anderer Bereich, wo er gesagt hat, der dritte Cluster, den ich habe, da muss ich gar nichts tun, aus zwei Gründen. Entweder die Dinger sind so neu, dass es sich nicht lohnt oder die sind so alt, dass es sich nicht lohnt, aber auf jeden Fall lohnt es sich nicht und dann hat er drei Gruppen entwickelt. Das heißt, ich nutze Eigenschaften und bündle vielleicht die zu zwei oder drei Hauptclustern. Vielleicht gibt es auch noch Untercluster. Aber die zentrale Frage ist ja erst einmal, wie bündle ich? Das ist eine zentrale Frage. Also wonach gehe ich denn? Was hilft mir, diese Eigenschaften zu Gruppen zu machen? Oder die Personen dann zu Gruppen zu machen, zu Zielgruppen? Nummer eins, welche Eigenschaften sind entscheidend? Und Nummer zwei, wie viele Gruppen bleiben am Ende übrig? Und dann die Kombination aus beidem, aus eins und zwei, wenn ich diese beiden Dinge zusammen habe, welche Eigenschaften sind wichtig, welche Gruppen sind es am Ende, mich dann noch zu fragen, woran mache ich die Gruppe fest? Hä? Wieso denn jetzt wieder im Kreis? Warum das? Naja, jetzt nehmen Sie mal den mit seinem Wohnungsbestand. Der muss ja irgendwie beschreiben können, seinen Handwerkern sagen können, ist es jetzt die Wohnung Nummer 1 oder die Wohnung Nummer 7 oder die Wohnung Nummer 12? Und dann hat er gesagt, hat er angeguckt, welche Eigenschaften unterscheiden sich zwischen Cluster 1, 2 und 3. Und der Kern war, dass es nur zwei zentrale Eigenschaften gab, die am Ende übrig geblieben sind. Und das war, ob das Haus einen Aufzug hat und ob das Haus älter als 20 Jahre ist. Damit kann er jetzt für diese Wohnungsgenossenschaft, in der er arbeitet, einen wunderbaren Sanierungsplan auflegen und sagen, jawohl, eins nach dem anderen, immer die, die keinen Aufzug haben. Und je älter das Haus, umso schneller. Also mit anderen Worten, das älteste Haus wird als erstes saniert, aber nur die alten Häuser, die keinen Aufzug haben. Und noch ein drittes anderes Kriterium, was mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Aber nach der Reihenfolge kann er sich ein Handlungsmuster dann aufbauen. Und jetzt müssen natürlich noch ein bisschen Theorie hinten dran, denn wir müssen ja noch finden, welche Eigenschaften entscheidend sind für diese Clusterung. Welche Eigenschaften die Gruppenzugehörigkeit ausmachen. Das ist Schritt 1 ja gewesen. Welche Eigenschaften brauchen wir? Und wie viel Stück Cluster wollen wir denn überhaupt bilden? Ja, ich springe jetzt ein bisschen in den Unterlagen. Kleinen Moment. Aber ich würde Ihnen gerne das Ende zeigen von der Clusteranalyse, dass Sie sehen, dass das eigentlich die schönste oder einfachste Methode ist. Unterwegs kommt natürlich noch ein bisschen Theorie. Aber das, was dabei rauskommt, das ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil das sehr, sehr anschaulich ist. Eine Sekunde, wir haben es gleich. So, das ist das zentrale Bild einer Clusteranalyse. Ich versuche das noch ein bisschen größer zu kriegen. Das ist ein sogenanntes Dendrogramm. Aha, was heißt das jetzt? Das Dendrogramm zeigt mir, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Sie können hier vielleicht sehen oder ahnen, Show E, Show C, B, D, A. Und wir finden hier, naja, wenn wir das so diese, wie soll ich sagen, keine Ahnung, gabelmäßigen Bildchen angucken, dass bei diesen Dendrogrammen diese drei Shows hier eher zusammengehören und die am wenigsten dazu gehört, ist diese Show A. Sieht man ganz eindeutig, die Linienführung hier ist viel enger an der Stelle und hier viel später. Die Kennzahlen, die bei der Clusteranalyse ausgerechnet werden, die können so grafisch visualisiert werden. Die Skala von den Dendrogrammen wird immer von 0 bis 25 sein. Da ist die normiert. Man könnte auch sagen, von 0 bis 100 müsste man die Zahlen vervierfachen, aber es wäre am Ende dasselbe. Aus irgendeinem Grund weist SPSS das immer als 25 aus. Wir haben hier ja fünf Shows. Die wollen wir auf Showgruppen zusammenfassen, also zielgruppenmäßig könnte man sagen. Und dann sehen wir, die Show E, C und B, die scheinen die gleiche Zielgruppe anzusprechen. Show A gehört aber zu einer anderen. Und dann müssten wir uns halt fragen, wie viele Cluster wollen wir haben. Dass die hier sehr eng beieinander sind und zusammengefasst werden, das ist ja fast offenkundig. Jetzt ist aber die zentrale Frage, sollen wir sie mit dem Show D oder mit der Show D zusammenpacken oder gar noch die Show A auch da reinpacken? Die Show A würden wir rein optisch niemals dazu packen, denn die ist ja hier unten von dem Ast hier sehr, sehr weit weg. Die Show A würde erst, wenn wir die Unterschiedlichkeit der Shows sehr, sehr stark zulassen, erst in diesem Fall sich mit den anderen zusammentun. Aber wenn wir das jetzt mal proportional sehen, der Unterschiedlichkeitswert zwischen Show A und dem Restcluster ist 25.
während der Unterschiedswert zwischen der Show D und dem Restcluster 4 wäre. Sehen wir sie? Hier oben sehen wir, da wäre die 4. Und jetzt müssen wir halt entscheiden, hier steht die 1, hier steht die 4, zwischen dem kleinen Cluster, 3 Shows, und dem Cluster, wo die 4 dann noch dazu käme, vervierfacht sich die Unterschiedlichkeit im Cluster. Und darauf kommt es letzten Endes an, um die Frage 2 zu beantworten. Wie viele Shows will ich im Cluster drin haben? Das müssten Sie natürlich dann auf Basis der Eigenschaften entscheiden. Die kennen wir jetzt ja noch nicht. Bin ja quasi ans Ende gesprungen mit Absicht, um das zu sehen, was dabei rauskommt. Da würden wir eben entscheiden, wollen wir 3 Cluster? Ja, 3 wäre, das hier bildet einen, das bildet einen und das bildet einen. Oder sagen wir uns, wir sind bereit, an den unterschiedlichen Cluster zuzulassen mit Heterogenitätsgrad 4. Das wäre dann, wenn wir diese hier zusammenbündeln. Und wir sehen, wir tauschen etwas. Wir sagen, viele Cluster macht es unübersichtlich, aber dann sind die Cluster in sich sehr, sehr ähnlich. Wenn wir wenige Cluster haben, dann sind die Werte, die da drin sind, die Personen im Cluster sehr unterschiedlich, aber dafür haben wir wenige Gruppen, die wir bilden. Und jetzt müssen wir dazu in die Eigenschaften hineingehen, damit wir den Hintergrund zwischen oder hinter diesen Dendrogrammen noch besser verstehen. Und da gibt es, ich muss jetzt leider wieder so ein bisschen hochspringen und blättern, gibt es ein bisschen Mathematik, aber hauptsächlich Erklärungen, die zwischendrin stehen. Denn es geht ja immer noch darum, zu sagen, wir fassen jetzt Dinge in Cluster zusammen. Und der Anfang geht eigentlich nicht bei Mathematik los, sondern dass wir sagen, Moment mal, so ein bisschen hier, Sie sehen das auch schon in Gelb zusammengedruckt, bei Definitionen. Es gibt partitionierende und hierarchische Gliederungen. Fangen wir mal beim Partitionieren an. Jetzt mache ich wieder so ein doofes Bildchen. Angenommen, Sie haben einen großen Kuchen. Und das wäre der Startpunkt einer Clusteranalyse. Dann könnten Sie ja sagen, wunderbar, ich tue mal so, als wären alle Leute, die wir haben, Teil einer Gruppe. Und fange dann an, aus diesem großen Kuchen einzelne Gruppen herauszuschneiden. Das wäre wie wenn Sie sagen, ich schneide einen Kuchen auf und mache da 3 Stücke draus. Das wäre partitionierend. Ja, ich nehme etwas, ja, und schneide es auseinander. Das Gegenstück zum Partitionieren wäre ja, Partitionen teilen, auseinanderschneiden, Partitionen bilden, wäre fusionieren. Was wäre das? Das klingt jetzt ein bisschen doof in Bezug auf den Kuchen, aber dann kann man sich's vielleicht gut merken. Wenn ich lauter Krümel habe, das ist das Gegenstück von einem Kuchen. Ja, nicht nur, weil der dann schon gegessen ist, sondern weil ich sage, jede einzelne Person, die ich habe, oder bei dem Studierenden von der Wohnbaufirma, jede einzelne Wohnung ist eine Zielgruppe. Das ist Blödsinn, in der Realität unanwendbar. Also muss ich anfangen, eine Person mit einer anderen sehr ähnlichen Person oder Wohnung zusammenzufassen. Das heißt, ich fange bei den Krümeln an und manche die Krümel so lange zusammen, bis sie vielleicht ein Klumpen geworden sind. Und das ist dann ein Cluster, eine Zielgruppe. Genauso, wenn ich einen Kuchen aufschneide, komme ich vielleicht zum selben Ergebnis. Ja? Also ob ich jetzt den Kuchen auseinanderschneide und sage, ich habe dann 3, 4 Klumpen. Oder ob ich von unten hochgehe und sage, die Krümel klumpe ich so lange wieder zusammen, bis ich einen gescheiten Klumpen habe. Das Ziel ist immer dasselbe, nämlich Ähnlichkeit. Aber entweder ich fange beim Gesamten an und teile es auf, oder ich fange bei Einzelteilen an und bringe sie zusammen. Das ist etwas, was wir später im SPSS mit Partitionierungslogik meinen. Dass wir sagen, machen wir Partitionen oder fusionieren wir? Und dann könnten wir natürlich noch was einbauen. Wir könnten ja sagen, es geht hierarchisch. Oder agglomerativ. Ja, was heißt das jetzt? Naja, wenn ich hierarchisch denke, dann sage ich mir, wenn ich jetzt wieder beim Kuchen bleibe, wenn ich einen Kuchen mal angeschnitten habe, ja, und ich habe den in der Mitte durchgeschnitten, und dann habe ich noch auf einer Seite nochmal reingeschnitten, dann kann ich ja gar nicht mehr anders vorgehen, als zu sagen, ich habe jetzt meine 3 Teile, ich kann die nicht mehr zusammenmanschen. Bei der Clusteranalyse könnte ich ja sagen, ich habe eine Wohnung, die ist mal in der Gruppe A, und wenn ich die nochmal umsortiere, dann kommt sie auf einmal in einen anderen Cluster. Das passiert in den meisten Clusterverfahren nicht. Ein Umsortieren findet nicht statt. Also wenn ich einen Datenpunkt habe, dann schiebe ich den Datenpunkt niemals von einem in den anderen Cluster rein, sondern ich habe die Datenpunkte so, wie sie sind. Die werden einmal einem Cluster zugeteilt und da bleiben sie dann. Daraus ergibt sich eine Hierarchie, eine Reihenfolge, könnte man auch sagen. Ja, das ist das, was in dieser zweiten Definition hier gemeint ist, dass wir sagen, auch wenn wir einen Datensatz aufteilen, partitionieren, vorgehen, wir würden jetzt in allen Anwendungen, die sich mathematisch durchgesetzt haben, im Prinzip nicht mehr umsortieren, weil das die Rechnerbelastung vom Computer extrem in die Höhe treibt. Das wäre Schritt 2. Und dann sehen Sie da ein paar Nebenkriegsschauplätze, da sage ich gleich was dazu, wie man da vorgeht.
Am Anfang beginnt man aber immer sozusagen bei einer Datentabelle, so wie in allen anderen Verfahren auch. Und Sie sehen, es kommt wieder mal so das Margarine-Beispiel. Was steht jetzt hier dahinter? Hier steht jetzt das sogenannte Single Linkage, das erklärt man am besten mit Zahlen. Also was ist jetzt hier? Ich habe jetzt hier ein Distanzmaß und man könnte ja sagen, der Abstand von Rama zu Rama ist 0. Der Abstand von Rama zu Homa ist 6. Der Abstand von Flora zu Rama ist 4. Der Abstand von SB Buddha zu Rama ist 56 und von der holländischen Buddha 75. Wenn Sie dieses ganze Ding angucken und ich Ihnen noch gar keine Mathematik um die Ohren geworfen hätte, so nach dem Motto, welche beiden Margarinesorten sind sich da am ähnlichsten? Und Sie wissen, das hier, was da drin steht, das sind Distanzen, auf Deutsch Unterschiede. Dann müssten Sie vielleicht in Ruhe kurz die Zahlen angucken, würden aber merken, Mensch, wenn es der Unterschied ist, wenn ich hier den Vierer angucke, ist das die kleinste Zahl. Und dann scheinen doch die Flora und die Rama die kleinste Unterschiedlichkeit aufzuweisen. Das heißt, die würden sehr gut in eine Gruppe hineinpassen, in eine Zielgruppe. Denn wenn die sich sehr ähnlich sind, diese beiden Margarinesorten, dann würde ich sagen, jawohl, eine Eigenschaftengruppe. Und wenn ich dann weiter gucke, dann habe ich eine Vermutung, was danach sozusagen einen Cluster bilden wird. Dann sehen wir, dass bei Rama und Homa auch die Ähnlichkeit sehr hoch ist, denn der Abstand ist sehr gering. Rama wird aber mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit mit der SB Buddha zusammengehen. Ist ja auch eine Buddha und keine Margarine. Und auch die holländische Buddha, die wird mit der Rama sehr wenig zu tun haben. Dazu brauchen wir aber das erste Mal, und das wird vom SPSS automatisch ermittelt. Das SPSS rechnet so etwas Ähnliches wie Korrelationen, das Gegenstück einer Korrelation. Korrelation ist ja mathematisch der Ausdruck für Ähnlichkeit. Damit kann man arbeiten. Man kann aber auch andersrum vorgehen und sagen, wie unterschiedlich sind denn zwei Dinge? Und bei der Clusteranalyse eignet sich der Unterschied viel, viel besser. Dann muss ich noch mal ein kleines bisschen in die Formeln rein mit Ihnen und Ihnen aufzeigen, was sind denn Unterschiedlichkeiten? Wie messe ich die denn überhaupt? Kleinen Moment. Dazu muss ich kurz das oben noch mal einblenden. Sie sehen, wir gehen ein bisschen rückwärts durch ausnahmsweise. Aber das, was wir gerade gesehen haben, war Ergebnis dieser Formel hier, die Sie, wie Sie vorhin ja gefragt haben, auch auf der Formelsammlung finden. Wenn Sie in diesen langen Wust 1 hoch 2 einsetzen, da hoch 2 und da hoch 2, dann sind Sie bei der sogenannten quadrierten euklidischen Distanz. Was steht da? Da steht der Eigenschaftenwert, zum Beispiel Streichfähigkeit von der Homa minus die Streichfähigkeit von der Rama. Was kommt als nächstes? Dann kommt der Vitamingehalt von der Homa minus den Vitamingehalt von der Rama. Und das zählt man alles zusammen. Ja, Stück für Stück für eine Margarine, für ein Margarinepärchen. Dann kommt man am Ende auf eine Gesamtzahl. Ich habe das hier gemacht. Ja, da sehen Sie, dass wir ein paar Eigenschaften angeguckt haben. Und dann finden wir Eigenschaft bei der einen. Sie sehen ja, D für Distanz von der Rama zur Homa. Die Rama hat einen Einser bei der ersten Eigenschaft und bei der zwei, und die Homa hat einen Zweier. Abstand bei der Eigenschaft 1 minus 2 ist ein Einser Abstand. Zwischen Rama und Homa 2 minus 3 auch Einser Abstand. Bei der dritten Eigenschaft von diesen beiden Margarinesorten 1 minus 3. Wenn man alles zusammenrechnet, 1 plus 1 plus 2, Sie sehen, da kommt der Vierer her, der da in der Datentabelle vorhin drin stand. Und der Zweier, der hier steht und so weiter. Das wären einfach Distanzen. Wenn man von diesen Werten, die hier stehen, also von den Beträgen, das hier jetzt, was grau ist, Quadrate zieht, dann ist man bei dem, was Sie gerade eben unten gesehen haben. Sie sehen die Rechnung einmal mit Quadraten. Denn da stand unten drunter quadrierte euklidische Distanz. Jetzt erinnern wir zurück uns an unsere ersten Statistikerfahrungen. In der Statistik hat sich das Quadrieren durchgesetzt, weil man damit große Abstände bestraft. Ja, große Unterschiede werden damit durchs Quadrieren erhöht. Damit bestraft man sie. Deswegen hat sich die Varianz als Maß in der Unterschiedlichkeitsbetrachtung von Einzeldaten durchgesetzt. Und das Gegenstück zur Varianz, wo es um Einzeldaten geht, wenn es um zwei Sachen geht, um zwei Personen oder zwei Eigenschaftenträger, dann wäre das quasi die euklidische Distanz, die quadrierte euklidische Distanz. Und Sie erkennen am Namen, das war so ein alter Grieche, der mit Mathe zu tun hatte, der Euklid. Und das ist schon ein relativ altes Konzept tatsächlich auch. Also ganz bewährte Methoden werden verwendet, um diese Distanzen hier auszurechnen. Und natürlich, das ist ja ein großes Raster. Es geht ja nicht nur um Rama und Homa, der Vierer und der, nee, im Moment, der Sechser, der da ausgerechnet wird, steht ja hier. Es geht ja auch um Flora und Homa, um Flora und Rama. Alle Sachen werden von SPSS im Hintergrund gerechnet.
Und dann geht es damit los, dass man die Dinge kombiniert, nämlich Rama und Flora als erstes zu einem Cluster zusammenfasst, weil sie den geringsten Abstand haben. Und jetzt möchte ich Sie nicht nerven, indem ich jetzt wieder ganz runterblätter im Skript, aber das, was als erstes geclustert wird, das steht in diesem Bildchen mit diesem Dendrogrammzeichen, mit den Strichen, das steht ganz links. Das ist das, was als erstes geclustert wird. Und wenn als zweites die Homa und die Homa zu dem Cluster dazukommt, dann wäre das das, was wir als Show als drittes da gesehen haben. Und damit ergibt sich eine Clusterreihenfolge. Das, was als allerletztes, da wo die Show A als ganz langer Ast unten drunter stand, das wäre jetzt hier in dem Fall die holländische Butter, weil die den höchsten Unähnlichkeitswert aufweist, wird die als allerletztes in diese Zielgruppe hinzugefügt. Jetzt warte ich ganz kurz, um einen Break zu machen, falls Sie an der Stelle schon Fragen haben. Dann wiederhole ich nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte. Wir wollen als Ziel Eigenschaften, die eine Gruppe ausmachen, die Anzahl der Gruppen festlegen und danach das kombinieren, um die Ergebnisse zu interpretieren. Ziel der Clusteranalyse. Wir müssen das Verfahren festlegen, indem wir das tun. Dazu haben wir überlegt, gehen wir von der Reihenfolge so vor, dass am Anfang ein Cluster gibt, der aufgeschnitten wird, partitionieren. Oder wollen wir das Gegenstück tun, so tun, als wäre jeder Eigenschaftenträger, jede Person, jede Wohnung, die wir angucken, was auch immer, ein einzelner Cluster und die Clusterzahl wird reduziert. Letzteres hat sich durchgesetzt. Alles ist am Anfang ein Cluster, wir fassen zusammen, also wir fusionieren. Da gäbe es ja aber auch die Möglichkeit, wenn wir merken, wir haben uns vertan, von der Reihenfolge her, das war eine Sache, die schon mal im Cluster gelandet ist, mit anderen schon zusammengefasst, verhaltet ist oder fast ist, dass wir das nochmal umsortieren. Das tun wir nicht. Wir gehen also nicht so vor, wir gehen hierarchisch vor. Ja, wir sagen, wenn einmal was in einem Cluster drin ist, kommt es auch nicht mehr raus. Und jetzt sind wir an der dritten Stufe angelangt. Das heißt, wir prüfen, wie ordnen wir denn genau zu. Und dazu brauchen wir natürlich die Eigenschaften. Und zu diesen fünf Sorten von Margarine und Butter haben wir Eigenschaften im Hintergrund, die sind in einer großen Datentabelle drin, die wir uns auch angucken. Und das SPSS schaut sich jetzt an, aus allen Eigenschaften Paaren, die gebildet werden können zwischen Rama und Homa, hier sind es jetzt beispielhaft für drei Eigenschaften, schaut man sich an, wie groß ist der Abstand und bildet einen Gesamtabstand. Und natürlich fängt man da an, Sachen zu einem Cluster zusammenzufügen, wo der Gesamtabstand möglichst klein ist. Und an der Stelle sind wir jetzt gerade. Okay, dann gehen wir den nächsten Schritt und jetzt verändere ich das mal und tippe da einfach mal einen Zehner rein. Gerade eben war es ziemlich eindeutig, was den ersten Cluster bildet, nämlich da der Vierer, der vor dem Zehner da stand. Ich gucke mal, ob ich den noch irgendwie einfärben kann. Der Vierer, der da stand, hat uns ziemlich eindeutig gesagt, mach da ein Cluster draus. Das ist jetzt nicht mehr so schön und einfach, denn es steht da ja ein Zehner. Und jetzt wird das Problem dadurch entstehen, dass wir sagen, Homa und Rama könnten einen Cluster bilden. Genauso gut sehe ich aber, dass hier auch ein Sechser steht, dass die Homa und die Flora einen Cluster bilden könnten. Und daran sehen Sie, dass es noch ein bisschen mehr braucht, als das bisher überlegte. Denn wir müssen die Reihenfolge so ein bisschen festlegen. Also, wann immer es zwei gleiche Fälle gibt, müssen wir uns Gedanken machen. Und vielleicht müssen wir uns insgesamt Gedanken machen. Wollen wir sagen, ein Cluster ergibt sich immer dann, wenn zwei Dinge sehr, sehr eng aufeinander sind? Oder wollen wir sagen, wir machen das mit den Distanzmaßen ein bisschen anders? Ich versuche das mal in PowerPoint zu zeichnen, auch wenn es eigentlich gar nicht in diese Logik hier von der Faktorenanalyse reinpasst. Ich brauche einfach nur eine schnelle neue Folie, mit der ich Ihnen das mal aufzeichnen kann. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, ein Cluster wäre in meiner Zeichnung, die ich jetzt machen würde, wäre einfach ein Punkt. Ja, ich mache mal da einen Kreis hin. Da haben wir einen Kreis, da haben wir noch einen Kreis sozusagen. Ich kopiere den mal rum. Und diese drei Kreise, die ich jetzt basteln möchte, da sehen wir, dieser untere, den mache ich jetzt mit Absicht so ein bisschen in die Mitte zwischen die beiden, aber weiter weg. Dann wäre uns ja klar, dass was hier oben in
zusammenkommen. Das ist der Viererabstand. Das würde zuerst einen Cluster bilden. Und wahrscheinlich wäre es dann ziemlich einfach, dieses dritte dazu zu fügen. Von der Clusterreihenfolge hätten wir am Ende drei Sachen. Das da und das da zuerst und dann kommt das dritte dazu. Kein Problem. So, wenn wir jetzt aber überlegen, wir haben noch eine andere Variante da drin. Ja, wenn Sie jetzt mal vergessen, diesen einen Punkt, der jetzt noch übrig ist hier unten rechts, der hat den größten Abstand. Im Moment kein Problem. Der hier wäre der dritte Wert, der in den Cluster eingefügt wird. Vielleicht würde man dann sogar sagen, das hier ist ein Cluster und der einzelne Restpunkt hier ist ein eigener Cluster für sich. Aber ein Problem haben wir dann, wenn wir sagen, das hier. Hä? Warum? Wenn wir jetzt mal die Abstände hier angucken, ich versuche das mal mit Linien einzufügen, mit den Abstand angucken und dann nochmal den Abstand einzeichnen. Ja, dann ist der Abstand hier so ungefähr gleich. Das Problem ist, wenn ich jetzt nochmal eine Linie zeichne, die den Abstand symbolisieren soll, den es zu diesem anderen Datenpunkt hat. Der mit dem hier hat einen langen Abstand. Da würde man sagen, die rote Linie ist länger als die beiden blauen, also würde man die nicht zu einem Cluster zusammenfassen. Aber Moment, das Problem entsteht dadurch, dass dieser Datenpunkt ja zwei Verbindungslinien hat. Und zwar zu dem hier hat er einen viel näheren Abstand. Die kurze rote Linie ist die kürzeste von allen vier. Und damit muss ich mich entscheiden. Ja? Wenn ich jetzt einen Datenpunkt hier habe, orientiere ich mich immer an den kürzestmöglichen Linien oder an den längstmöglichen Linien. Und darin unterscheiden sich zwei Verfahren bei der Clusterung. Nämlich das sogenannte Single Linkage, das nennen wir manchmal auch das Nearest Neighbor Verfahren. Ja, wenn ich jetzt Datenabstände angucke, würde das Nearest Neighbor Verfahren dazu führen, dass ich diesen hier und diesen hier mit dem hier zuerst zusammenklammere, weil ich den kürzesten Abstand Single Linkage Nearest Neighbor, nächster Nachbar, den Orientierungspunkt kürzester Abstand nehme. Wenn ich aber sage, ich nehme zum Clustern immer den längsten Abstand, dann merke ich, aha, das ist ein langer Abstand hier, dieser blaue hier, das ist kürzer als das, dann würde ich zuerst diese mit den blauen Abstandslinien clustern. Und das macht ja schon was aus von der Reihenfolge, wie ich gewisse Dinge zusammenfüge. Und wenn ich 100 verschiedene Wohnungen habe in einem Datensatz, dann ändert das natürlich auch was, wie meine Wohnungskonfiguration am Ende wäre. Also es spielt eine Rolle. Ja. Denn was passiert, wenn ich das aufs Extrem treibe? Wenn ich nur Single Linkage machen würde, dann hätte ich so Kettenbildung. Dann mache ich die hier und dann kommt das sozusagen in den Cluster und dann habe ich so eine Art Kettenbildung. Das hier als erstes, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das und ich gehe so quasi schlangenlinienförmig durch den Datensatz durch. Das, was als letztes dazukommt, ist in der Regel immer das, was am weitesten entfernt ist. Und deswegen ist das Single Linkage, was jetzt hier verwendet worden ist, ein Verfahren, mit dem man so eine erste Runde rechnet in der Clusteranalyse. Der Wert, der als letzter geclustert wird, wird damit dann zum Ausreißer erklärt. Und dann rechnet man eine zweite Runde mit nicht mehr dem Single Linkage, nicht mehr Nearest Neighbor, sondern Fastest Neighbor, also der entfernteste Nachbar. Und damit interpretiert man dann die Daten erst. Also das, was Sie im Dendrogramm gerade gesehen haben, wenn Sie richtig gelesen haben, stand da unten drunter Single Linkage, das war da drunter. Das war noch in der Phase, wo wir noch Ausreißer gesucht haben. Am Ende haben Sie das ja eigentlich vielleicht auch schon ganz gut miterkennen können. Das Dendrogramm, was ich Ihnen abgebildet habe, hier Single Linkage, das war das von gerade eben, das enthält die Show A. Aber diese Show A ist unheimlich unterschiedlich gegenüber den anderen. So habe ich diese Show A dann gelöscht beim Beispieldatensatz. Und habe im Prinzip die ganze Sache dann ein weiteres Mal gerechnet. Wenn Sie hier links gucken, sehen Sie, die Show A ist verschwunden. Jetzt habe ich nur noch vier, also quasi Ausreißererkennung mit der Show A. Und mit einem anderen Verfahren geht man bei der Clusteranalyse dann vor und sagt so, nachdem ich den Ausreißer rausgeworfen habe, mache ich diese drei hier in eine Gruppe und den vierten mache ich in eine Zweitgruppe hinein, damit ich damit quasi eine bereinigt um untypische Datenpunkte, da kann es ja auch geben, wenn Sie jetzt meinen Studierenden mit den Wohnungen wieder angucken, da war ein Abrissobjekt dabei, das wollen Sie in keine dieser drei Gruppen hinein haben. Das hätte er jetzt sozusagen mit Single Linkage gefiltert. Und dazu rechnet man immer zwei Runden. Einmal Single Linkage und einmal entweder Complete Linkage oder diese Wort-Methode, die Sie jetzt hier sehen. Denn die guckt etwas anderes an. Die schaut sich in einem Cluster an, wie hoch ist die Varianz im Cluster. Und wenn ich einen anderen Teilnehmer in den Cluster einfügen würde, wie hoch steigt die Varianz? Und diese Steigung der Varianz wird verglichen
mit der Steigerung der Varianz in einem anderen Cluster, sodass die Variablen immer dorthin kommen, wo die Inner-Cluster-Varianz am kleinsten ansteigt. Und das kennen Sie schon aus der Varianzanalyse. Das heißt, das SSB-Kriterium soll am kleinsten, das SSW-Kriterium soll am kleinsten gesteigert werden. Und das wäre so im Kern die Sachlogik der Cluster-Analyse. Erstmal keine Fragen. Okay, dann würde ich noch einen letzten Punkt hinzufügen, nämlich das, was als SPSS-Plot herauskommt. Jetzt sage ich mal so, mit Absicht habe ich die Methode am Schluss gemacht, weil das ist im Prinzip die einfachste, was SPSS angeht. Das sind 4 Klicks, die führe ich am nächsten Mal in der Wiederholungsrunde zum Start dann auch gleich vor. Aber wenn Sie sich das angucken, die einzigen 3, 4 Plots, die Sie bei dieser Form von Analysemethode kriegen, die sehen Sie jetzt hier und das da. Ja, wenn wir nämlich dann das genau angucken, sehen wir, Cluster 1, oder das heißt eigentlich, welcher Baustein 1 wird mit welchem Baustein 2 zusammengefügt. Dann haben wir hier diese 4 Shows, 1, 2, 3, 4. Und wir sehen, in der ersten Runde wird für die erste Stufe der Clusterung der Cluster 1, die Show 1 mit der Show 3 zusammengefügt. Und dann wird ein Varianzkoeffizient berechnet, der sogenannte Mogena-Koeffizient. Der ist 0,189, für sich genommen hat er gar keinen Inhalt. Aber Sie sehen, dieser Cluster, der jetzt besteht aus 1 und 3, aus der Show 1 und Nummer 3, der wird in der nächsten Stufe größer. Da kommt an der Seite von der Show 1 die Show 4 noch dazu. Sie erinnern sich gerade an das Bild, was ich gemalt habe. Da käme quasi, wenn wir jetzt, ich versuche das einmal zum gedanklich oder malerisch darzustellen, wenn Sie sagen würden, ich habe jetzt diese beiden hier. Das hier ist unser erster Cluster geworden und das linke ist Show 1, das rechte ist Show 3 und auf der Seite mit einem Ticken mehr Abstand kommt jetzt diese Show hier dazu. Ja, wenn Sie jetzt da wieder das andere mit mir betrachten, dann sehen Sie, die Show 4 kommt jetzt von der anderen Seite vielleicht dazu mit einem Ticken mehr Abstand und der Unterschiedlichkeitsgrad steigt von 0,189 auf 0,192, also man könnte sagen die Inner-Cluster-Varianz. Jetzt sehen Sie auf einer dritten Stufe, dass an die Show 1 dann die Show 2 noch dran käme, vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Aber jetzt sehen Sie, die Varianz verfünffacht sich hier, versechsfacht sich fast. Ja, da sehen wir es zwischen diesen beiden 0,102 und jetzt springt sie zum ersten Mal an. Und das ist der Indikator, der Ihnen sagt, bald müssen wir aufhören. Denn je größer die Sprünge werden, umso weniger gut ist eine Sache geeignet, noch in den Cluster reinzukommen. Wenn wir jetzt nochmal die Show 5 dazu packen würden, dann wäre ja am Ende alles ein Brei, alles ein Cluster. Dann sehen wir, dass es sich hier fast versiebenfacht. Der Zielwert für diesen Mogena-Koeffizienten kann auf 2 Weisen ausgemacht werden. Entweder ein großer Sprung oder man ist schon zwischen 1,25 und 2,7. Hier sehen wir, dass der große Sprung das bessere Kriterium ist. Denn hier springen wir zum ersten Mal von da auf da. Und dann muss man rückwärts denken. Ich habe jetzt ja die beiden zusammen im Cluster und das hier. Das heißt, ich habe eigentlich bei 5 Eigenschaften oder 5 Personen oder bei 5 Merkmalsträgern habe ich schon 3 zusammen in einem Cluster. Ja? Also entweder der Rest ist ein verbleibender weiterer Cluster oder der Rest sind 2 einzelne Cluster, aber ich darf nicht mehr weiter zusammen clustern in diesen Cluster hinein, weil sonst die Unähnlichkeit zu groß wird. Und an der Stelle mit einem anderen Datensatz knüpfen wir das nächste Mal an. Dann mache ich die Methode noch einmal komplett in SPSS vor, zeichne natürlich auch das auf. Und dann haben wir das nächste Mal noch ganz viel Zeit, für die einzelnen Methoden nochmal reinzugehen oder auch Fragen für die Klausur zu klären. Aber jetzt würde ich erst einmal warten, ob es dazu, zu dem kleinen Bildchen, noch Fragen gibt. Das wäre tatsächlich das einzige, also inhaltliche Plot, was Sie da finden bei der Clusteranalyse.
Jetzt lese ich gerade noch ganz kurz vielleicht nochmal zu den Grundeigenschaften von der Faktorenanalyse kam noch eine Frage rein, die hatte ich vorhin leider übersehen. Bei der Faktorenanalyse ist es so, dass bei diesen Grundtests, die wir am Anfang machen, 4 Stück schon. Also das Wichtigste, wenn wir sie priorisieren, ist immer Korrelation und deren Signifikanz. Die beiden müssen immer erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt sind, gleich gar nicht weitermachen. Wenn es dann nur diese beiden sind, dann wackelt es natürlich mehr. Man sollte schon gucken, dass entweder die Inversen oder diese Anti-Images noch dann erfüllt sind. Also 3 wäre schon gut. Aber ansonsten noch eine Frage zur Clusteranalyse im Moment. Jo, dann würde ich sagen, würde ich mal die Aufzeichnung anhalten. Lass es mir auch als Datei.